Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition, Enderal Edition. Wir sind hier immer noch auf dem Marktplatz, da gibt es was? Viel zu tun. Was wollt ihr denn noch? Ach, Jesper! Seht, wer gekommen ist. Konntest du dich zurechtfinden? Diese Stadt kann ein Labyrinth sein, wenn man sie nicht kennt. Ich bin große Städte gewöhnt, insofern... Ach ja, du kommst aus Ostian. Hätte ich fast vergessen. Sie haben etwas Faszinierendes, diese Orte, nicht wahr? Hier kann man hoch hinaus, aber genauso tief stürzen. Und überall pulsiert das Leben. Das stimmt. Natürlich stimmt es. Hier, zieh das an und folg mir. Und ja, es ist notwendig. Vertrau mir einfach. Hört meine Worte, o Wegesbewohner dieser heiligen Stadt. Viele der Euren werden es gehört. Ich wollte nicht direkt in die Tempel. Ich sehe halt jetzt, ja gut. Ja. Es geht. Es sieht nicht scheiße aus. Habe ich irgendwie so einen konstanten... Was habe ich denn? Was ist das denn für eine Rüstung, die ich hier anhab? Irgendwas Lichtplatten oder so. Hm? Okay. Ich würde gerne wissen, was dieser Effekt da oben rechts ist. Den hätte ich nämlich gerne, wenn das einer ist, der die Gesamtheit, die gesamte Zeit die Gesundheit erhöht, so. Also, regeneriert. Jetzt, ach, ich hasse es, wenn man sowas nicht abbrechen kann. Ich will halt eigentlich erst auf dem Marktplatz bleiben und nicht direkt mit der Mission weitermachen. Also, wegen dem Fieber. Normalerweise ist es so, dass sich Magiebegabte beim Orden melden und dann ein Training überstehen müssen, das lehrt, mit der Magie umzugehen. Der Gang zum Wasser, so nennen sie es. Mit ihm mindert sich das Fieber dann auf ein erträgliches Maß und der Magier wird in eine Art Register eingetragen. Es gibt angeblich auch andere Möglichkeiten, aber... Das kann dir mein Auftraggeber besser erklären als ich. Genau wegen solcher Punkte ist und wird Enderal Odyssey nie so gut werden wie Skyrim. Das sind halt so Punkte, die macht es halt immer down. Ist halt schade immer. Nee, der Effekt um rechts geht auch langsam weg. Hätte mich jetzt auch echt gewundert. Ja, vor allem, ich gehe jetzt einfach durch zwei Viertel. Ich wollte die selbst erkunden. Na toll. Das ist halt gerade echt scheiße. Sowas regt mich einfach auf. Das sind so unnötige Sachen. Anstatt dass ich einfach hätte sagen können, ja, wir laufen jetzt los, weißt du? Das hat einfach nur diese eine Option. Das hätte schon gereicht. So, hey. Das ist scheiße gerade. Das ist absolut einfach nur scheiße und unnötig. Die Sonne sinkt schwer in ihr wartendes Grab. Dein Weg, da-da-dam, da-di-da-da-dam, pa-da-da-da-dim, pa-da-da-da-dim. Ich versuche aber einfach jetzt nichts irgendwie zu sehen, damit ich möglichst hier durch und dann. Ich gehe direkt, nämlich nach dieser Mission, direkt sofort wieder geradeaus zurück. Geradeaus zurück auf den Marktplatz. So ätzend. Halt, Maesir. Hinter diesem Punkt sind nur Hüter des Ordens oder Personen mit ausdrücklicher Genehmigung zugelassen. Wer seid ihr und was führt euch zu diesem heiligen Ort? Geschäfte. Ich bin Jesper Dalvarek und arbeite für die nerimesischen Magier.
Ach, richtig. Der Söldner. Und wer ist eure Begleitung? Maritia de Luna aus Ostia, erhabene Inhaberin von de Lunas Imperium der zarten Düfte, der angesehensten Parfümerie Wims. Erzmagister Merayil beauftragte mich, sie hierher zu eskortieren. Hat er euch nicht informiert? Der Erzmagister? Aber, gut, das sieht ihm ähnlich. Ihr dürft passieren, aber zollt diesem Ort den Respekt, der ihm gebührt. Auch ihr, Madame de Luna. Darauf habt ihr mein Wort, schöne Frau. Habt Dank. Ich bin gerade richtig angepisst einfach. Schreitet wohl, Madame. Wirklich angepisst. Weißt du, er redet von Respekt und geht. Ich rede auch jetzt nicht besonders viel, weil ich einfach gerade... Das hat es halt einfach gerade kaputt gemacht für mich. Sorry. Sowas darf einfach nicht passieren. Ah, da bist du ja. Magister Milam sucht nach das dir. Das lief ja besser als erwartet. Milam, warum das? Maria de Lunas Imperium der zarten Düfte? Hey, es hat funktioniert. Keiner wird jemanden verdächtigen, der bereits im Tempel ist. Mein Auftraggeber ist im Chronikum. Halte dich von den anderen Gebäuden einfach erstmal fern. Den Rest improvisieren wir dann. Ich hab von ihr gehört. So, jetzt vielleicht ein paar Worte darüber, wohin ich dich eigentlich bringe. Mein Auftraggeber heißt Konstantin Funkenschlag und ist einer von Narazul Aranteals ehemaligen Magiern, die der Großmeister hier aus Nerin mitgeschleppt hat. Einer der ehemaligen Erzfeinde des Ordens also. Du wirst sehen, er ist ein richtig sympathischer, sanftmütiger Kerl, weshalb er sich hier auch so gut einfügt. Plus, er versteht eine Menge von Magie. Auch die Sorte, die für die heiligen Hüter hier nicht brav genug ist. Ja, natürlich. Deswegen hoffe ich auch, dass er weiß, was es mit deinem Fieber auf sich hat. Also, komm mit. Ah, da bist du. Warte mal, habe ich vielleicht einen Ladebildschirm irgendwie, den ich von vorher habe? Gibt's da vielleicht irgendwas? Ach, ich will nicht die Konsole öffnen. Mann, ey. Was ist das denn für eine Scheiße eigentlich, die hier fabriziert wird gerade? Wenn dieser Ladebildschirm einfach von vor der Geschichte ist von dieser ganzen Scheiße, dann nehme ich den. Boah, ich habe so gerade keine Bock drauf. Ich habe einfach die ganze Stadt gesehen und alles und den Durchlauf und das... Oh, gut. Gut, dass ich noch nicht mit diesem Wichskopf geredet habe da. Hallo. So, meine Fresse, ey. So richtig komplett unnötig war das einfach. Malfas zum Gruß. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich habe alles. Es hat 8 Minuten einfach verschwendete Lebenszeit. So, wie läuft das Geschäft? Ach, wie nett von euch zu fragen. Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Die Kriege auf Kile und Kyra machen es natürlich schwerer, an Ware zu kommen. Aber trotzdem, das Geschäft läuft gut. Besser als früher auf jeden Fall. Was war früher? Ihr seid neugierig, wisst ihr das? Aber schön, ich bin in Plauderstimmung. Wieso also nicht? Ich war Vagabundin, wie man so schön sagt. Reisende Arkanistin. Klingt aufregend und ist es auch irgendwo. Aber natürlich nicht gerade komfortabel. Das kann ich mir vorstellen. Wie kam es dazu? Ach, eine lange Geschichte. Wisst ihr, ich bin in einem Dorf in der Wüste aufgewachsen. Eigentlich ging es mir ziemlich gut dort. Aber als ich meine Magiebegabung entdeckt hatte... Naja, sagen wir es so. Es hat die Art und Weise geändert, wie die Leute mich behandelt haben. Selbst meine Eltern. Das war vermutlich auch einer der Gründe, warum ich... nachdem ich den Gang zum Wasser abgelegt habe, nicht mehr in mein Dorf zurückgekehrt bin. Ich wollte etwas von der Welt sehen, also habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin gereist. Etwas waghalsig, ja,
Aber damals war mir das egal. Ihr habt also den Gang zum Wasser abgelegt. Wie war das? Puh, hart. Man hat uns klargemacht, dass wir am Scheideweg standen. Entweder wir lernen, die Magie zu kontrollieren, oder wir tun es eben nicht. Es war keine schöne Zeit, das kann ich euch sagen. Die Arkanisten waren ziemlich streng und man hat gelernt, selbstständiger zu werden, sich nicht zu fest an Menschen zu binden. Aber das ist ein sehr persönliches Thema. Ich würde es ungern weiter ausführen. Aber natürlich. Eine Frage noch. Was ist mit denen passiert, die nicht gelernt haben, ihre Magie zu kontrollieren? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung? Ja, aber die Leute in eurem Dorf haben euch anders behandelt. Wie meint ihr das? Naja, ich wurde jetzt nicht direkt angefeindet, aber es waren einfach Kleinigkeiten. Blicke, Tuscheleien hinter meinem Rücken. Das lastet auf Dauer ziemlich auf einem. Aber wisst ihr, ich kann es ihnen eigentlich auch nicht übel nehmen. Gerade in den Dörfern ist doch Magiebegabung immer im selben Atemzug mit Wildmagie, Orbayas und niedergebrannten Dörfern zu hören. Und dann bin da plötzlich ich, ein Mensch, den sie kennen und kann plötzlich Dinge tun und das, obwohl ich nicht einmal eine Eterna bin. Wie sollte das in ihr Weltbild passen? Sie können es ja fast nicht besser wissen. Waghalsig ist gut. Hattet ihr denn keine Angst vor Banditen? Vatüren? Naja, ich bin Elementaristin. Und das eine oder andere Ass habe ich auch im Ärmel. Außerdem waren die Straßen früher noch viel sicherer. Die ganzen Banditen, die Vatüren. Das ist erst seit ein paar Jahren so. Warum auch immer. Das klingt hart. Naja, es hat mich stärker gemacht. So ist die Welt eben. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Wollt ihr etwas kaufen? Vielleicht, vielleicht. Kann ich überhaupt was kaufen? Ich kann nicht mal was kaufen. Das ist natürlich gut. Morallas Segen. Allah Sadai, du. Ihr seid Kilene, richtig? Seid ihr vor dem Krieg geflohen? Geflohen ist das falsche Wort. Ich nenne es taktische Relokalisierung. Nur ein dummer Geschäftsmann würde inmitten eines Bürgerkriegs, der während dieses Skarak-Barbaren auf unser Land zu Segen geführt wird, versuchen, Gewürze und Tücher an den Mann zu bringen. Was hält man in Kilee von den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen? Nun, sie sind Blasphemie. Was denn sonst? Die Götter herrschen seit Jahrtausenden über Vin. Wer meint, man könne sie töten wie Karnickel, kann nur ein Narr sein. Könnt ihr mir etwas über diesen Bürgerkrieg erzählen? Wie genau ist es dazu gekommen? Nun ja, nach den Gerüchten über die Götter haben die Ratsmitglieder wohl gedacht, es sei der richtige Zeitpunkt für Machtkämpfe untereinander. Sehr dumm, wenn ihr mich fragt. Und sehr unwirtschaftlich. Ich bin früh genug mit meiner Familie geflohen. Aber dieser Schwachsinn hat viel zu viele ihr Leben gekostet. Viel zu viele. Interessant, interessant. Lebt wohl. Das sind immer diese interessanten... Oh mein Gott! Diese interessanten Informationen, die man erfährt. Der arkane Verzauberer und das Alchemielabor heißt genauso wie in Skyrim. Wow! Das ist ja unfassbar. Das ist ja Hammer. Das glaubt man ja gar nicht. Ich glaube übrigens, dass ich hier die ganze Nacht durchmachen muss, einfach weil, Krieg auf Nerim, Krieg auf Kilee, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Das ist die große Frage. Ist nix, hier ist nichts, ist nichts. Aber eine Tür. Disziplin, die Entropie und so weiter, sowas alles. Geld immer durch die Häuser, weil ich jetzt gerade hoffe, dass überall diese Lehrlingsbücher sind. Und kostenlos ein paar Infos, ne? Kann man halt immer machen. Stehen Bücher hier, bei sowas hoffe ich das zum Beispiel immer. Aber ist halt nie dabei. Also halt beruhigend, dass die Leute einen hier komplett in die Wohnung lassen und dann sich nicht davon interessieren, wo man weiter langläuft. Erbe Gott.
Lederwaren. Kann ich entschärfen. Ja, also, entschärfen ist das falsche Wort. Scheiße. Ich kann es knacken. Gut. Bei so wenigen Dietrichen ist das vielleicht problematisch. Feuer. Schlechter von Ark, Band 1. Aber warum ist das denn abgeschlossen? Gibt es hier etwas von Wert? Vielleicht irgendwas Schickes? 300 Groschen, sowas braucht man halt alles nicht. Ein Hammer, eine Bekackene, genau. Die Arkana. Alles Sachen, die man jetzt nicht so braucht. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das brauche ich unbedingt. Nutze einen Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Hier liegt doch bestimmt irgendwo ein Eisenbarren rum, den ich nehmen kann dafür. Ich bin ja, wenn ich, ne, dann kann ich ja auch richtig. Was kann ich bei der Werkbank machen? Ein Eisenbarren. Was brauche ich dafür da? So, dann kann ich mir meine... Rüstung verbessern und ein Bogen schärfen. Ja, warum nicht, ne? Ah, guck mal, 3 Punkte mehr, ne? Der Bogen macht jetzt 9. Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, aber uns kann niemand was anhaben, weil sind ja keine gestohlenen Sachen, mit denen wir quasi da rumlaufen. So, ach, jetzt ist die Zeit ja wieder ganz schnell vergangen. Jetzt ist ja schon wieder Südviertel Bank. Gehen wir doch in die Bank in der nächsten Folge. Aber bis dahin. Tschüss und ja, macht's gut.